im bionischen Bereich sind noch wahnsinnig viele Lösungen zu holen, wo wir jetzt erst anfangen, überhaupt nachzudenken. Also das Potenzial der Natur ist unglaublich groß, wenn wir die Möglichkeit haben und die Zeit vor allem, die Details zu sehen, zu analysieren und dann auch in die Technik zu übertragen. Ja, zum allerersten ist Bionik, der Rückgriff auf die Natur, natürlich eine ungeheure Inspirationsquelle. Die Anstöße, die Impulse, die aus den Vorbildern der Natur kommen, die gehen weit über das hinaus, was sich Menschen, was sich Ingenieure, Techniker aus sich heraus ausdenken können. Bionik ist wirklich dieses Transfer oder dieses Querdenken per se. Es gehören mehrere Disziplinen dazu. Es ist ganz klar die Grundlagenforschung der Biologie, dann natürlich das Ingenieurwissenschaftliche. Das kommt ja aus dem Kofferwort Bionik, Biologie und Technik schon einher. Aber da spielen auch ganz andere Fachbereiche aus der Chemie, Physik, die spielen alle zusammen. Und ich denke, von der Forschung her ist eigentlich eher die Interaktion, wirklich diese Kommunikationsrichtung, dass man ganz anders mit solchen Sachen umgehen muss. Und das macht das so interessant. Also ohne die Bionik wird es nicht mehr gehen, weil das Problem, also früher hatten wir keine Probleme mit Energien. Wir haben Atomkraftwerke ohne Ende, Strom war da, das hat nichts gekostet. Heutzutage, wir haben kein Öl mehr, wir haben Probleme mit Havarien und wir müssen halt mit der Energie haushalten. Und wo guckt man da hin? Man guckt in die Natur, die Evolution macht es uns vor. Die Natur, die Tierwelt ist nicht verschwenderisch. Also nur das, was sie essen kann, kann sie auch umsetzen in Bewegung oder in Fortpflanzung. Und wenn man ein bisschen in die Natur schaut, kann man eben viel lernen für technische Systeme, für technische Roboter, die ja im Prinzip auch überleben müssen. Die haben einen gewissen Energiehaushalt, den sie aus der Steckdose oder aus der Pressluftflasche bekommen. Und mit dem müssen sie möglichst lange agieren. Und je länger, desto besser. Und je weniger Energie wir verbrauchen für eigentlich dieselbe Handhabung, umso energieeffizienter sind wir und umso weniger oder umso mehr schützen wir unsere Umwelt und verschwenden keine Ressourcen. Wenn man jetzt wirklich neue, innovative Produkte entwickeln will, konventionell oder ingenieursmäßig, dann muss man ja oft sozusagen ins Blaue hinein experimentieren. Aber wir haben ja diese Vorlagen aus der Natur, die Modelle, die biologischen Modelle, an die wir uns halten können. Und wir wissen eben, dass es geht, dass es funktioniert. Und das hilft uns natürlich auch, dass wir, wenn es denn mal Engpässe gibt oder es nicht so recht weitergeht, wie das ja in jedem Projekt der Fall sein kann, dass wir sicher sein können, dass im Prinzip so etwas ja schon realisiert worden ist. Ja, was mich beeindruckt hat, ist das hohe Potenzial, das hinter diesen Projekten noch steht. Also beispielsweise eins, dass die Dichtigkeit von Kanälen erhöhen kann um 20-30%. Und wenn man in Deutschland sieht, wie viele Kanäle in kommunalen Versorgungssystemen undicht sind, und man dieses Problem vielleicht um nur 5-10% beheben könnte, kann das einen ungeheuren Nachhaltigkeitseffekt in ganz Deutschland haben oder weltweit. Das ist nur ein kleines Projekt, das mit Membranen und Filtern und Dichtungen arbeitet. Ja, im Moment basteln wir gerade an der selbstheilenden Auspuffaufhängung. Das ist auch ein Material, das aus Gummi ist und das eben immer belastet ist und das ruckelt halt immer beim Fahren und ja, ist eine dynamische Belastung. Und sobald dann Riss entsteht, kann das demnächst auch ausgeheilt werden. Wir arbeiten seit Jahren an der Übertragung der Ideen oder der solaren Funktion des Eisbäres, des Fell des Eisbäres. Mit der Aufgabe, das Licht einzufangen, in Wärme umzusetzen und die Wärme im System zu speichern. Ganz spannend im Sinne der Nachhaltigkeit, um auch von der Energiefrage her eine Lösung zu bieten aus der Natur, vor allem für die Gebäudeklimatisierung, Gebäudeerwärmung und auch Kühlung gibt es hier schöne Anregungen, die wir auch aktuell in Denkendorf versuchen umzusetzen. Also in der herkömmlichen Robotik hat man immer versucht, den Menschen zu entlasten von schweren Aufgaben. Man stelle sich jetzt zum Beispiel einen Roboter-Rüssel vor mit künstlichen Muskeln. Der könnte zum Beispiel als dritter Arm agieren. Der würde irgendwas halten, also im Automobilbau oder bei Uhrmachern, den irgendwas hinhalten. Die können ihn wegschieben, ohne dass er einen verletzt. Man kann sich aber auch gut in der Medizintechnik vorstellen, dass man Prothesen baut.
die also bei Prinzip Bein- oder Arm amputierten Personen dort Prothesen anbaut mit diesen künstlichen Muskeln und dem Menschen wieder lernt, ihre Extremitäten zu bewegen oder die künstlichen Extremitäten in der ähnlichen Art und Weise zu bewegen, wie es halt einen menschlichen Arm macht. Also es ist ja immer so, dass man sagen kann als Dogma, dass eben Leistungen von Tieren, also wenn man dann sich die Sinnesorgane anschaut, eben für ganz bestimmte Zwecke sozusagen entwickelt worden sind im Laufe der Evolution. Und da wäre natürlich durchaus die Idee, zum Beispiel diese Infrarotsensoren dieser Feuerkäfer zu nutzen für eine großräumige und großflächige Waldbrandüberwachung, zum Beispiel von unbemannten Flugzeugen aus. Das große Problem generell bei diesen Leichtbaustrukturen, die natürlich immer weiter Anwendung finden, ist, dass wenn man daran was befestigen will oder die generell miteinander verbinden will, dass man nicht so viel hat, um sich überhaupt festzuhalten. Also man muss sich fast praktisch in Luft irgendwie festhalten. Und deshalb war da ein Blick in die Natur relativ lohnenswert. Welche Organismen schaffen es denn in solchen praktisch Materialien, die fast gar nicht existent sind, beziehungsweise nur aus wenig Struktur bestehen, sich wirklich festzuhalten. Und da haben wir halt ein relativ großes Screening angelegt und mal einmal praktisch quer durch die Natur geguckt. Und ja, im Rahmen unserer Bachelorarbeiten kamen ja ein paar erste Beispiele raus, zum Beispiel die Zwergzikade, die sich mit einer sehr relativ komplexen Struktur wirklich in so eine Pflanzenzelle wirklich reinraspelt und verspreizt und da wirklich sehr, sehr gut hält. Und das war zum Beispiel eines der Prinzipien, die wir ja zu Anfangs übernommen haben, um daraus bioinspiriert wirklich ein Dübel, ein Befestigungssystem zu kreieren. Und da geht es halt um wandelbare Strukturen für die Architektur. Und wir leben ja in einer Welt aus rechten Winkeln und steifen Komponenten, die beweglich miteinander verbunden sind durch technische Gelenke. Und diese technischen Gelenke sind der Knackpunkt im wahrsten Sinne des Wortes, denn dort geht es kaputt, weil hohe Lastkonzentrationen auftreten. Pflanzen machen das ganz anders. Jede Pflanze kann sich ja irgendwie bewegen, sei es denn sie wächst oder sie blüht auf oder sonst irgendwas. Und ich untersuche nun Pflanzen, die sich ja einem bestimmten Bewegungsmuster unterziehen oder zeigen. Und das untersuchen wir. Und dort finden sich halt eben keine Analogien zu technischen Gelenken, sondern es basiert alles auf Flexibilität und Elastizität. Und das wollen wir machen. Eine Elastic Architecture, wenn Sie so wollen. Ich denke, bei bionischen Projekten haben wir ein zusätzliches Problem, dass die biologischen Objekte natürlich unglaublich kompliziert sind. Um bestimmte Eigenschaften zu isolieren, die tatsächlich technisch relevant sind und auch machbar sind, eine ganz wichtige Herausforderung ist, auch technisch machbar. Das ist wesentlich komplexer als bei einer ganz normalen kreativen Idee aus der Industrie. Das eine ist die sehr große Interdisziplinarität. Also es gibt kein bionisches Projekt, wo nicht mindestens ein Ingenieur und ein Biologe, häufig kommen dann noch ein Materialforscher, ein Architekt dazu, ein Designer zusammenarbeiten. Und das ist einfach spannend, weil wenn man die gemeinsame Sprache gelernt hat, kann man einfach aus vielen Bereichen ganz toll partizipieren und tolle neue Sachen machen. Das andere ist, dass die Bionik ja eigentlich Dinge nutzt, die ja schon getestet sind. Also wir nutzen ja eigentlich das Forschungslabor Natur aus, das 3,8 Milliarden Jahre Zeit hatte. Und das, was in der Natur funktioniert, hat ja schon einen harten Proof hinter sich. Das heißt, wir müssen nur, und das nur ist jetzt nicht falsch zu verstehen, das Ganze noch in Größenbereiche und in Materialien umsetzen, die technisch anwendbar sind. Das heißt, wir wissen eigentlich ganz genau, dass es funktioniert. Deshalb wissen wir auch genau, wenn wir uns klug genug anstellen, dass wir es zum Funktionieren bringen können. Und das Dritte für mich ist, ich muss ganz ehrlich sagen, Bionik macht unglaublich viel Spaß. Bionische Forschungsprojekte sind zumindest langwieriger. Also man fängt halt sehr tief in der Biologie an und analysiert dort bestimmte Strukturen, bestimmte Materialien, die sich als Vorbild eignen und versucht sie in die Technik zu übersetzen. Und einfach diese Tatsache, dass man so einen großen Schritt zurückgeht bis in die Biologie, führt dazu, dass solche Projekte in der Regel länger laufen. Aber auf der anderen Seite können bionische Forschungsprojekte deswegen auch zu einem Paradigmenwechsel beitragen, weil man komplett neue, grundsätzlich geänderte Lösungsansätze findet. Da muss man vielleicht dazu sagen, dass Bionik sicherlich oder bionische Produkte sicherlich nicht per se von sich aus heraus schon nachhaltiger, umweltverträglicher, biologischer sind. Aber man hat sicherlich das Potenzial, denn in der Evolution sind immer nur Dinge entstanden, die in irgendeiner Form recycelbar waren, die wieder in den Stoffkreislauf hineingekommen sind und die dann immer wieder
von vorne anfangen konnten. Das Potenzial ist in der Bionik auf jeden Fall mit drin und ich denke, das müssen wir auf jeden Fall nutzen. Und hier bietet die Natur einiges an Ideen. Einmal die Sonne als Energiequelle, aber auch ganz andere Möglichkeiten, Energie zu speichern. Die Natur zeigt es, wir müssen nur die Augen haben, das im Detail anzuschauen, das Interesse dazu und dann die Möglichkeiten haben, das in der Technik zu realisieren. Das Potenzial ist grundsätzlich größer, weil man ja die Erfahrungswerte der Natur, die über Jahrmillionen optimiert wurden, und zwar energetisch und von der Materialeffizienz her optimiert wurden, da nachschaut. Und dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass man auch ein materialeffizientes und energetisch optimierte Lösung findet, ist wesentlich höher als bei anderen. Aber das ist auch umgekehrt, gilt das auch. Das heißt, eine biotische Lösung, die wir technisch nachahmen, ist nicht unbedingt gleichzeitig nachhaltig. Ja, man muss also auch da bei diesen technischen Lösungen immer mal schauen, ist sie wirklich nachhaltig, welche Vor- und Nachteile hat sie. Die sind ja meistens nicht mit einer Wirkung, sondern da kann ich jetzt Einsparungen haben, aber vielleicht ist die Entsorgung später einmal ein Problem oder muss die Komplexität ein bisschen mitdenken. Ja, ich meine, das ist natürlich die Hoffnung, die besteht, ne? Dass die Leute erkennen, dass Natur nicht einfach nur schön ist, um darin rumzulaufen, sondern auch wirklich einen richtig ökonomischen Nutzen hat. Und dass es natürlich auch so ist, dass wir, je mehr Arten wir zerstören und je weniger wir erhalten für unsere kommenden Generationen, um sozusagen, dass die natürlich dann auch nicht mehr auf diesen Lösungsfundus zurückgreifen können. Der ist dann eben weg. Aber wir haben in Deutschland einen großen Vorteil durch diese bisher angebrachte Förderung, die jetzt mal 10 Jahre lief, sodass da auch Netzwerke entstanden sind, Kooperationen entstanden sind, vor allen Dingen Kooperationen zwischen Wissenschaft und Praxis auch. Da haben wir, glaube ich, einen großen Vorsprung im Vergleich zu anderen Ländern. Und das wäre meines Erachtens sehr wichtig, diesen Vorsprung jetzt noch ein bisschen aufzupeppen und aufrechtzuerhalten und weiter zu pflegen. Ja, am Anfang war ich natürlich mit Architekten, Bauingenieuren zusammen und wir sprachen einfach eine komplett andere Sprache. Wir haben uns erstmal nicht verstanden. Ich habe was zur Ökologie und zur Biologie dieser Blüte erzählt. Dann kamen die Architekten und Ingenieure an mit Kinematiken und Materialkonstanten. Da war halt erstmal wichtig, dass man einen Punkt findet, wo man aufeinander aufbauen kann. Ja. Und das war für uns am Anfang die Schwierigkeit. Jetzt verstehen wir uns und jetzt läuft sie aus einem Guss und es macht richtig Spaß. Also ich denke, die Bionik ist positiv besetzt, weit mehr als andere aufkommende Technologien unserer Tage. Dass der Bionik die Themen ausgehen, ist so gut wie ausgeschlossen, würde ich mal behaupten. Also man hat da ja wirklich gerade erst angefangen, das irgendwie ein bisschen auch systematisiert mal zu machen. Danke, Sie haben schöne Fragen gestellt. In Ihrem Sinne. Ja.